Eingetreten bin ich 1987 mit dem Wechsel in die Baumwollspinnerei. Ich wollte ja auch unbedingt studieren. Und studieren hieß auch wieder, entweder man macht 3 Jahre oder 10 Jahre nationale Volksarmee, was ich nicht gemacht habe, oder man hat eben halt Parteizugehörigkeit. Und ich wollte unbedingt im Bereich Kultur und Studium machen, was ich auch angefangen habe, 87. Und das hat aber auch dann die Wende nicht überlebt. Es war ein kulturpolitisches Studium an der Bezirkskulturakademie des Bezirkes Erfurt. Das Studium hat heute auch keine Relevanz, wird nicht anerkannt, ist somit auch hinfällig. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Und da bin ich eingetreten. Und bin aber auch dann genau mit Öffnung der Grenze wieder ausgetreten. Also habe dann auch an dem Tag, 2 Tage später, das Parteibuch unten im Parteibüro abgegeben. Weiß ich noch, der Parteivorsitzende hat mich dann gefragt, ob ich mir das auch richtig überlegt habe. Ja, irgendeinen Weg muss es ja dann geben. Ich wurde ja auch dann 8 Wochen später aus dem Betrieb entlassen, weil Kulturpolitik war dann nicht mehr das, was man in einem Betrieb gebraucht hat. Hätten Sie auch in eine andere Partei eintreten können, in einen der Blockparteien, statt in die SED? Ja, hätte man, aber dann wäre wahrscheinlich die Geschichte, mal Direktor des Kreiskabinetts zu werden, hätte dann nicht gestanden. Denn ich denke mal, das wurde immer politisch gesteuert. Ich sollte eigentlich auch mal Bürgermeister werden. Also man hat immer für gewisse Gemeinden Bürgermeister gesucht, junge Leute gesucht. Und ich weiß, ich hatte ein Gespräch mal bei der Staatsführung des Rates des Kreises beim sogenannten zweiten Vorsitzenden. Ich sollte mal in meinem Heimatort Bürgermeister werden. Und da habe ich mich aber gewunden und gewunden. Und weil ich das gemacht habe, wurde mir ja angeraten, 87 war das, ich sollte mir überlegen, ob ich noch diese Arbeitsstelle dort im Kreiskabinett bekleiden könnte. Und damals war ich ja aber auch Betriebsband zugehörig, der Baumwollspinnerei, und der damalige Chef der Abteilung Kultur, der Adolf Große, der hat mich dann rausgeholt aus diesem Staatsapparat und gesagt, komm, dann kommst du zu uns. Ne? Und da muss das nicht so sein. Und da habe ich diesen Posten Bürgermeister, habe ich dann gut umschifft, bin ich gut dann drum herum gekommen. Sonst hätte man mich wahrscheinlich auch gezwungen, Bürgermeister in meinem ehemaligen Geburtsort Bremen zu werden. Das wäre nicht gut gewesen. Warum wollten Sie das nicht? Hätte ich mir auch nicht zugetraut. Ja, als junger Mensch dann dort unten den ganzen, sage ich mal, Älteren gegenüberzutreten, dann für diesen Ort Bremen war Grenzgebiet. Das war so grenznah. Die Menschen waren ja so nah am Westen. Und die hatten mit der politischen Führung nicht so sehr viel zu tun. Die waren auch sehr katholisch und die hätten das überhaupt nicht verstanden. Und das haben die ja auch nicht verstanden, dass ich halt nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Aber was geht nur? Man kann nicht so fahren, man kann nicht so fahren. Irgendeine Linie für sich im Leben muss man ja finden. Und ich habe das dann auch abgelehnt. Das wäre auch nicht gegangen. Ich hätte auch nach der Wende, als ich die SED-Zugehörigkeit abgelegt habe, hätte ich Möglichkeiten gehabt, in Worbis, in der Stadtverwaltung, den Bereich Kultur zu machen. Wurde ich gefragt, wurde an mich herangetragen, ich sollte aber dann in die CDU eintreten. Und das habe ich gesagt, geht auch nicht. Ich kann nicht ein Jahr vorher das SED-Mandat hinlegen, gesagt, die Partei ist nicht mehr für mich. Und kann danach sagen, okay, jetzt ist alles, was die CDU macht, für mich richtig. Bin ich auch für mich nicht glaubwürdig. Habe ich da nicht gemacht.